Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sein Friede sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, seid ganz herzlich begrüßt zu unserem Videogottesdienst hier aus der Emmauskirche Hinschenfelde. Ich bin Pastor Lungfiel und hier für das Vertretungspfarramt tätig, vertrete Pastor Karl Grieser, dem wir gute Besserung wünschen. Der Sonntag Kantate, ein Sonntag, der eigentlich durch Musik, durch Gesang geprägt ist, das ist in diesem Jahr wieder alles anders und sehr schade, dass es so sein muss, aber wir haben schöne Musik, über die wir uns freuen. Nun, lasst uns beten. Herr, schenk uns gerade in diesen turbulenten Zeiten die Gelassenheit, dir und deinem Weg mit uns zu vertrauen, gerade wenn es uns schlecht geht. Und lass diese Gelassenheit zu neuem Mut führen, für dich und deine Botschaft aufzustehen. Amen. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Zwischenzeit nach Ostern vor Pfingsten. Wir haben vor einigen Wochen die Auferstehung Jesu Christi gefeiert und jetzt leuchtet hier auch hinter mir die Osterkerze. Bald schon feiern wir die geisterfüllte Entstehung der christlichen Gemeinschaft Pfingsten, den Geburtstag der Kirche. Und damit sind wir auch mitten im Evangelium für den Sonntag Kantate. Das ist ein neues Evangelium. Die Perikopenordnung wurde überarbeitet und jetzt gehört dieser Abschnitt aus Lukas 19 von nun an zu Kantate. Dem Abschnitt tut das gut, denn er stand neben seinen beiden berühmten Parallelen, der zum ersten Advent und der zum Palmsonntag, eher im Schatten. Lukas erzählt auch vom Ankommen Jesu in Jerusalem. Aber anders, als wir es kennen. Da bricht Jesus auf, macht sich auf den Weg in die große heilige Stadt und zieht ein. Da wird ihm gehuldigt. Mit dem Esel kommt er und Kleider sind ausgebreitet und Zweige. Das ist alles schon gewesen. Lukas weiß gar nichts davon, dass Volksmassen singen. Bei ihm ist es nur die Schar der Jünger. Und die singen nicht direkt bei Jesu Ankunft. In unserer kleinen Begebenheit scheint Jesus schon eine Weile in Jerusalem zu sein. Er steigt schon den Abhang vom Ölberg hinab, als die Jünger den Lobgesang beginnen. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Berichtet Lukas: Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Soweit der Predigtext, aber ein Vers fehlt noch. Bislang ist derjenige, der in der Außenwahrnehmung als der Anführer dieser lautstarken Gruppierung gelten musste, noch gar nicht zu Wort gekommen. Fest steht nur, er singt nicht mit. Jesus scheint eine gewisse Autorität zu verkörpern. Die besorgten Bürger wenden sich an ihn. Man versucht es im Guten mit Bitten, Ermahnungen, Beschwörungen: Weise doch deine Jünger zurecht. Und dann kommt die Antwort Jesu, ganz kurz, verstörend: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Ende. Aus. Die Erzählung bricht ab. Was für ein starkes Bild. Schreiende Steine. Was soll danach noch kommen? Das schneidet jede Entgegnung ab, lässt sie ins Leere laufen. Stellen wir uns mal vor, hier, die Steine schreien,
Stein an Stein überall, auf dem Boden, in den Wänden, auch an anderen Stellen. Nicht auszumalen, wenn die schreien würden, nicht auszudenken. Oder erst recht in der Stadt oder im Gebirge, ein Klanggewitter. Dieses Bild erinnert mich an das Projekt Brüllwald, das Rolf Schulz 1983 im Sachsenwald durchgeführt hat. Mit elektronischen Klängen hat er dem Wald eine Stimme verliehen und der schien zu brüllen. Das war ziemlich laut. Alle sollten aufmerksam gemacht werden darauf, dass der Wald krank ist, dass er leidet, schon damals. Und heute bekommen Tischlereien schon nicht mehr genügend Holz, um Dachstühle zu errichten. Das ist doch ein Skandal. Doch zurück zu Lukas. Bei den Auslegern gibt es jetzt zwei Varianten. Die einen sagen, Jesus betont, dass auf jeden Fall verkündigt werden wird, dass er der Messias, der Weltretter ist. Dass Gott die Möglichkeit hat, das selbst dann zu tun, wenn alle Jünger zum Schweigen gebracht sind. Dass er sogar so etwas Unmögliches tun kann, wie Steine zum Schreien zu bringen. Und andere Ausleger sagen, das ist ein Sprichwort, das sich auch anderswo in Schriften aus dieser Zeit findet und es weist auf die Zerstörung von Städten hin. Jesus sagt hier also voraus, dass Jerusalem zerstört werden wird, wenn es die Jünger zum Schweigen bringen will. Und genau das passiert. Die Mehrheit in Jerusalem nimmt die Botschaft von Jesus als dem Messias nicht an. Und im Jahr 70 nach Christus wird Jerusalem von den Römern komplett zerstört. Damit schreien die Steine: Jesus ist König und Messias, hättet ihr ihn doch aufgenommen. So ähnlich wie am Ende des Zweiten Weltkriegs die Trümmer in vielen Städten der Welt geschrien haben: Wie konntet ihr es nur so weit kommen lassen? Lasst das doch nicht wieder zu! Schreiende Steine. Ist es nur eine Notlösung oder eine Prophezeiung des Untergangs von Jerusalem? Ich glaube, dass beides drin liegt in den Worten Jesu. Er macht das ja gern. Unter einer Aussage an der Oberfläche noch eine tiefere zu verstecken, die sich erst mit der Zeit herausstellt. Und wichtig, besonders wichtig ist der Zielpunkt des Ganzen. Und der ist bei beiden Erklärungen am Ende gleich. Die Botschaft Jesu wird sich durchsetzen, auch gegen größte Widerstände. Wie kann uns das heute trösten, in dieser schweren Zeit der Entbehrung, der Einschränkung, in der wir uns gemaßregelt fühlen können und doch vernünftigerweise an die Verordnungen halten? Mich tröstet es erstmal darüber hinweg, dass wir so lange schon, recht lange, nicht mehr singen dürfen. Auch nicht an diesem Sonntag Kantate, dem Sonntag der singenden Gemeinde. Gut, dass wir wenigstens das genießen können im Moment, dass andere für uns singen oder auch Blechblasinstrumente spielen, dass andere für uns Orgel spielen oder irgendein anderes schönes Instrument. Und wenigstens das können wir jetzt auch genießen in dieser Zeit, die allmählich doch etwas milder, schöner wird. Die Schönheit, mit der die Natur Gott lobt, das ist ein kleiner Trost. Aber Jesus tröstet auch im größeren Zusammenhang. Wir dürfen ja immer noch oder wieder nur eingeschränkt Gottesdienste feiern und keine Gemeindeveranstaltungen durchführen. Wie soll denn die Botschaft Jesu unter die Leute kommen? Wie wird denn Gottes Wort laut? Jesus sagt: Macht euch keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Und wenn ich die Steine schreien lassen muss, die Botschaft wird ihren Weg finden. Und das tröstet mich wirklich. Denn wenn ich mir anschaue, wie gottvergessen unser Land im Moment ist, wie wenige Menschen danach fragen, was Gottes Wille ist in Bezug auf Rassismus, Antisemitismus, Flüchtlinge, Bewahrung der Schöpfung, Raubtierkapitalismus, aber auch in Bezug auf alte Werte
wie Familie, Gottesdienst, Gemeinschaft, Unterstützung. Christus sagt, macht euch keine Sorgen. Ihr sollt natürlich nicht die Hände in den Schoß legen. Setzt euch ein für die biblischen Werte. Aber da, wo eure Kraft nicht ausreicht, da mache ich weiter. Da bin ich Herr der Geschichte. Da lasse ich die Steine schreien. Da bringe ich die Mächtigen zur Vernunft. Das ist nicht immer einfach für euch, weil ich euch dazu manchmal gewähren lasse, weil ihr dann erleben müsst, was der Klimawandel auch mit euren Gärten macht oder was mit der Wirtschaft und mit der Kultur passiert, wenn so ein Virus kommt. Aber trotzdem, ich habe alles in der Hand und ich führe es zum guten Ende. Dafür bin ich nach Jerusalem gegangen als Messias und König. Und dafür habe ich mich ans Kreuz schlagen lassen und bin auferstanden. Dafür sitze ich im Himmel und regiere, damit euer Leben zu einem guten Ende kommt, hier bei mir in der Ewigkeit. Und dann ist nichts mehr mit Singverbot. Dann singen wir nicht nur, sondern alle Steine und Flüsse und Sterne werden singen. Einzug in Jerusalem und dieses Wort vom Schweigen der Jünger, vom Schreien der Steine. Hier herrscht jetzt Stille, nachdenkliche Stille. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasset uns beten. Herr, danke, dass du uns den Gesang und die Musik gegeben hast. Hilf, dass wir damit, wie mit dem Gebet, immer wieder deine Nähe suchen. Sei du uns nahe, wenn es uns gut geht und wenn wir leiden oder traurig sind. Öffne uns die Augen für die Schönheit deiner Schöpfung. Öffne uns die Ohren, dass wir hören und merken, dass du für uns da bist und etwas von uns willst. Öffne uns den Mund, um dich zu loben und das nötige Wort zu sagen und zu raten und zu helfen, wo wir gefragt sind. Öffne uns die Hände, dass wir zupacken und geben, wo unsere Hilfe nötig ist. Wir bitten dich für die vielen Menschen, für die wir als Kirchengemeinde da sind, die Kranken und die Sterbenden, die Pflegenden und die Ärzte, die Armen und die Hungernden, die Verfolgten, Entrechteten, Gefangenen, die Alten, Einsamen, Verwitweten, Geschiedenen, die junge Generation, die Kinder. Wir bitten dich für die Getauften und Verstorbenen. Herr, wir rechnen auf deine Liebe, die uns nie allein lässt, und auf deinen Geist, durch den du uns Kraft verleihst, immer von Neuem zu beginnen und dir dankbar zu bleiben. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Jetzt möchte ich mich von euch verabschieden, liebe Gemeinde. Ich hoffe, wir sehen uns
eines Tages wieder. Ich kann euch noch einen Hinweis mitgeben. Es macht Sinn, mal den YouTube-Kanal anzuschauen. Kirche im Wanzetal. Und auf der Webseite findet man hier auch jede Menge sehr gute Informationen. Alles Gute für euch, behüt euch Gott. Dankeschön.